Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Heute mal ein relativ kurzes Infovideo, weil die Frage wirklich oft kommt und ich glaube, hier könnte mal ein wenig Aufklärung wichtig sein. Ihr wisst ja, ich bin kein Fan von den Ruderwetten, aber es gibt einen Bug bei den Ruderwetten und der passiert relativ häufig bei euch da draußen. Und deswegen wollte ich euch heute einmal zeigen, wie ihr diesen Bug, wie man den forcen kann. Also ich werde euch einmal zeigen, wie es passiert. Und dann auch, wie ihr das verhindern könnt. Ihr kennt das, wenn ihr hier in einer Manufaktur euren Profit einsammelt und dann weitergeht, dann wird irgendwann aufgeploppt, dass die Ruderwette, dass das, der Ruderclub euch eine Wette anbietet. Und wenn ihr diese Wette dann annimmt, dann soll eigentlich alles, was ihr zu diesem Zeitpunkt in eurem Inventar habt, verdoppelt werden. Es gibt aber Momente, das ein oder andere von euch wird es wissen, wo genau das eben nicht passiert, sondern nur das verdoppelt wird, was ihr gerade eingesammelt habt. Und jetzt in meinem Fall müsst ihr ja eigentlich im perfekten, wenn es richtig laufen würde, in der Ruderwette 2114, 2124, Mathe-Genie am Start, sein. Ich werde versuchen, jetzt mal die Ruderwette zu forcen und dann schauen wir mal, was passiert. So, hier ist die Ruderwette und im Prinzip ist es so, ne, das Ruder macht dir ein Angebot, doppelt oder nichts, bring alle deine Achterstücke hierhin, Bruch der Rückkehrerflotte ist jetzt erst egal, und wir verdoppeln es. Und wenn ich jetzt sage, Ereignis beitreten, zack, Jagd beginnt, zack, zack, dann seht ihr hier oben zwei, wobei wir ja eigentlich 2000 haben müssten. Und die 2 ist nur eine Verdopplung von dem einen, was ich da gerade angenommen habe. Ob die mich jetzt hier besiegen oder nicht, ist mir eigentlich scheißegal. Deswegen werde ich jetzt nicht irgendwo auf Krampf hinfahren. Und woran das liegt, ist, weil die Kiste, die ihr bekommt vom Ruder, ich kann euch das mal gerade zeigen, kann ich euch nicht zeigen. Aber ihr müsst euch das vorstellen, dass das wie eine Kiste ist, die ihr ja auch aufsammeln könnt. Wenn ich von jemandem besiegt werde, dann kennt ihr das vielleicht, dann liegt hier eine Kiste und diese Kiste kann man aufsammeln. Und diese Kiste gilt als Schatzkarte. Und weil man nicht mehr als 5 Schatzkarten im Inventar haben kann, wird diese Schatzkarte quasi gedroppt. Und das ist eigentlich der ganze Mechanismus dahinter und dass wir es auch verhindern könnt. Ihr könnt, wenn ihr weniger als 5 Schatzkarten habt, am besten gar keine Schatzkarte im Frachtraum habt, dann sollte das eigentlich nicht passieren. Bedeutet, wenn ihr also Ruderwetten machen wollt und nicht wisst, wieso ihr diesen Bug habt, dann am besten mal die Schatzkarten entweder zerstören, abwerfen oder einfach auch abschließen und dann habt ihr dieses Problem nicht mehr. Ich würde echt gerne einfach hier reingehen, deswegen decke ich mal hier eben alles weg. Auch wenn es nur zwei Dinger sind, habe ich jetzt keinen Bock zu sterben hier. Wer weiß, ob was da noch von mir klauen kann. Ah, ich kann ja gar nicht an Bord gehen, oder? Kann ich? Ich kenne mich mit Ruderwetten null aus. Seid mal live dabei, wie ich hier am Verzweifeln bin. Kann ich irgendwie einfach die ab. Kann ich abbrechen oder so? Ich will das nicht haben, so, wisst ihr? Weiß auch nicht wie. Also, da auch mal ein ganz kurzes Ding an die PvP-Leute unter euch. Der Espiritos, der will unbedingt mich killen für 2 Achtermünzen. Das ist echt witzig. Was ich jetzt mal testen will, ist, was ist, wenn ich hier einfach offline gehe? Klar, ich bleibe noch 60 Sekunden im Wasser, ist mir aber egal. Wir werden hier mal ein bisschen Wissenschaft betreiben, weil das weiß ich auch alles nicht, für Fragen, die da eventuell in der Zukunft kommen könnten. Was passiert, wenn man mit einer Ruderwette, die verbuggt ist, offline geht und dann wieder online geht? Wenn ich zu schnell drücke, bin ich, glaube ich, wieder auf dem gleichen Server. Deswegen warten wir ganz kurz. Und jetzt gehe ich wieder rein und dann gucken wir mal, was da passiert. Es kann natürlich sein, dass die Ruderwette einfach weitergeht oder ich das droppe. Ich habe keine Ahnung, ich bin da kein Profi drin. Okay, ist immer noch Angriffsmusik. Und die Ruderwette ist auch immer noch aktiv, aber der Typ ist nicht mehr drin. Können jetzt andere Leute mit rein starten? Wo wäre die Ruderwette? Dann habe ich Bock, die überhaupt abzugeben. Ich bin auf der Sambuke. Da hinten! Bitte sag mir irgendjemand im Chat, ach ja, ich bin ja nicht live, dass ich die irgendwie abbrechen kann. Was, wenn ich das Spiel schließe? Also Spielneustart geht auch nicht. Ich habe den Bug auf jeden Fall verstanden, hoffe ich. Macht, dass ihr keine
Achtermünzen drin habt und ich werde jetzt eine halbe Stunde bis ihr hinschippern für 2 Achtermünzen, wenn das kein Like von euch wert ist, dass ich, nur um das zu zeigen, jetzt da in der Sambuk, die ist echt nicht die schnellste, hinfahren muss, schön im Gegenwind, 8 Knoten. Das hat echt ein Like verdient. Ich hoffe, das hilft euch weiter bei euren Ruderwetten. Würde mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen. Morgen hat sich ein bisschen verschoben, wird es dann wirklich auch das Fazit-Update geben von mir. Mein Fazit vom Game nach 250 Stunden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow dalassen. Und wie immer würde ich mich über ein Like freuen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.